Shalom aus Jerusalem, hier mit dem tollen Blick auf die Stadt Jerusalem, auf dem Tempelberg. Wir stehen auf der Ostseite von Jerusalem, das ist der Ölberg. Hier sehen wir so viele Orte, die in der Bibel erwähnt sind. Hier mit dem Blick auf die Altstadt, wie es heute ausschaut, der Tempelberg, wo einst die zwei jüdischen Tempel standen, der erste von König Salomo, der hinterher von den Babylonern zerstört wurde, und dann der zweite errichtet von Herodes dem Großen und dort und hier auch zerstört 70 nach Christus durch die Römer. Aber diese Orte haben eine besondere Bedeutung. Dieser Berg Moria im Hintergrund, der Tempelberg Moria, wo wir die Bindung Isaaks, das ist wie ein Vorspiel vom Alten Testament zu der Geschichte im Neuen Testament, wie ein Vater, der seinen geliebten Sohn bereit war zu opfern für Gott. So war auch hinterher im Neuen Testament der himmlische Vater bereit, seinen so geliebten Sohn Jesus zu opfern, hier nah bei Golgatha. Ich persönlich glaube, der Berg Moria und der Berg Golgatha, im Hintergrund sehen wir auch die Grabeskirche, wo vermutet wird, da war Golgatha, da war die Kreuzigung, da war die Auferstehung Jesu. Und das haben wir, da haben wir das schon, dieses tolle Bild des Heilsplan Gottes im Alten Testament begonnen und vollbracht im Neuen Testament. Begonnen durch die Geschichte mit Abraham und Isaak und vollbracht durch Jesus, der dann hingerichtet wurde, geopfert hat für die ganze Menschheit, für uns allen. Da haben wir das tolle Bild, der Tempelberg mit der tollen Größe, der Fläche, 144.000 Quadratmeter. Diese Zahl ist uns bekannt in der Offenbarung. Jetzt hier auf dem Ölberg lesen wir in Sacharja 14, dieser Berg wird sich einst in zwei Spalten und Ströme des Wassers, das Heilwasser, werden hinunterfließen Richtung Osten zum sogenannten Salzmeer, Totes Meer, und dort wird es wieder lebendig, wie wir in Ezekiel 47 auch lesen können. Ja, diese beiden Berge, Moriaberg und der Ölberg, haben auch eine Endzeitrolle zu spielen. Und da denke ich natürlich an der Bibelstelle, auch in Ezekiel 47 und Sacharja 14, verglichen mit Offenbarung 14, dass an diesem Berg, von diesem Berg, der Messias zurückkehren wird und von hier das tausendjährige Reich beginnen wird, angefangen mit dem Spalten des Ölbergs. Darum diese beiden Berge kennzeichnen das Beginn und das Ende des tausendjährigen Reichs des Messias. Interessant, ich glaube, das tausendjährige Reich ist das Schabbat-Millennium. Wie ihr wisst, wir enden jetzt laut jüdischer Kalender bald das sechste Millennium. Heute zählen wir mit 5782 das Jahr. Wenn man da die Fehler noch mitrechnet und zurechnet, kommen wir ganz nahe dem Ende des sechsten Millennium. Und dann beginnt das tausendjährige Reich des Messias, des Friedenreich. Endlich wird Jerusalem ihre Funktion als die Stadt des Friedens einnehmen. Der Friedefürst wird dann von hier herrschen. Und dann lesen wir, während diesem tausendjährigen Reich werden die Völker hinaufziehen, wie wir auch in Sacharja 14 lesen und dann auch in Jesaja und in Micha. All diese Bücher lesen, dass eines Tages die Völker hinaufziehen nach Jerusalem, nach Zion. Von hier kommt die Lehre, das Wort aus Jerusalem, und mit uns das Fest, das Laubhüttenfest auch feiern werden. Das ist während dem tausendjährigen Reich. Und da sehe ich Trost und Hoffnung auch zu den heutigen Tagen hier. Ihr seht,
dieser Ort hat zwar auch Geschichte, an diesem Ort, nicht weit von hier, in der Tränenkapelle sieht man heute, dort weinte Jesus um die Stadt Jerusalem, nachzulesen in Lukas 19, 41 oder hinterher auch in Matthäus 23, Vers 37. Oh, Jerusalem, die ihre Propheten getötet und gesteinigt haben und so weiter. Ja, das ist die Vergangenheit gewesen. Aber eines Tages, glaube ich fest, wird der Messias siegreich, triumphal diese Tore wieder einziehen. Ihr seht das goldene Tor. Heute geschlossen. Interessant. Damals von Suleiman dem Prächtigen. Mitte 16. Jahrhundert, als er die Mauern, die Tore wieder errichtete von Jerusalem. Ungefähr 400 Jahre zurück. Diese Tore und dieses Tor wird einst geöffnet. Aber bis dahin, bis der Messias dort einziehen wird, muss es geschlossen sein. Interessant. Der Feind, der es eigentlich hiermit verhindern wollte, erfüllte die Prophetie Ezekiel 44. Was steht dort? Es muss geschlossen sein. Kein Mensch wird es öffnen, bis die Herrlichkeit des Gott Israels, und das ist der Messias, kommen und zurückkehren wird. Und damit eigentlich, was, wie wir sagen, was der Feind zum Böse dachte, dachte Gott zum Guten, auch hier in diesem Fall. Ja, es sind so interessante Orte hier an der Stelle zu berichten. Vom Ölberg, ihr müsst verstehen, die göttliche Orientation ist immer von Osten zum Westen. Darum auch das Allerheiligtum war im Westseite des Tempels gewesen. Ja, so handelt Gott. Er geht seinen Plan Stück für Stück durch. Und so haben diese Orte, der Moriaberg, der Ölberg, das Kidrontal, das Jehoshaphat-Tal. Was lesen wir in Joel 3, Vers 2? Der Herr wird eins alle Völker, die hinaufzogen nach Jerusalem zum Krieg, hier auch richten. Jehoshaphat bedeutet, Jehova richtet. Und das wird hier geschehen. Er wird die Völker hier zum Gericht bringen, wie sie mit seinem Erbteil Israel gehandelt haben. Und was waren die zwei Gründe? Interessant. Ich sage immer, nicht, dass sie uns das Leben so schwer gemacht haben. Ja, mit diesen vielen Kriegen, Terrorangriffe, Pogromen, Holocaust. Gerade dort werden erwähnt, beide Gründe haben mit dem Land Israel zu tun. Erstens, dass sie uns von diesem Land zerstreut haben in aller Welt. Das sind diese Gefangenschaftszeiten, die Exil-Diaspora-Zeiten des Volkes Israel. Und dann zweitens, weil sie dieses Land geteilt haben. Glaubt mir, dieses Land, wer die Geschichte Israels kennt, dieses Land ist das meistgeteilte Land in der Welt. Und in diesen zwei Gründen wird Gott mit den Völkern zum Gericht kommen. Und das wird hier im Tal Jehoshaphat oder auch Kidron-Tal geschehen. Wir haben das Armageddon-Tal, im Jezreel-Tal, im Norden. Dort wird die letzte Schlacht finden, wie wir in Sacharja 12 lesen, wenn alle Völker gegen Jerusalem ziehen. Und dort wird die Schlacht stattfinden. Ja, aber wir lesen dort in Sacharja 12 auch, dass Gott dann in Vers 10 seinen Geist, Geist der Gnade, Geist des Flehen über sie bringen wird. Und dann werden sie sehen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie trauern, wie vor einem Erstgeborenen. Natürlich, hier geht es eindeutig um den Messias. Ja, dann wird ihnen diese Blindheit, diese Verstockenheit über den Volk, diese Decke, und sie werden erkennen, wer der Messias ist. Halleluja! Das ist, und das erwartet uns.
Und da ist die Hoffnung. Liest mehr diese Kapitel der Prophetien. Ezekiel, Zacharia, Jeremia, Jesaja, all die sprechen davon für die Wiedererstellung. Und die endet aber mit auch geistliche Wiedererstellung Israels. Und da ist unsere Hoffnung. Und mit diesen Worten der Hoffnung und alles, was noch geschehen wird und was noch Gott in Plan hat für sein Volk und für uns im Persönlichen auch, wünsche ich euch Gottes reichen Segen, ein gutes Jahr, ein süßes Jahr euch von hier, von Jerusalem, vom Ölberg, ja, wo einst unser Messias, unser Heiland und Erlöser zurückkehren wird.